Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Let's Play. Wir testen ältere Spiele Portal 2 mit mir, den Eisenbahner HD. Wir machen direkt da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Ich habe schon einige Folgen hochgeladen. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Es geht mal jetzt oben rechts an die auf. Dort habe ich die ganze Playlist mal hinzugefügt. Ich habe übrigens auch mal den ersten Teil von Portal durchgespielt. Es geht eventuell jetzt nochmal ein i auf oben rechts. Falls nicht, ist die Playlist in der zweiten Stelle hinzugefügt. Dort habe ich, wie gesagt, den ersten Teil durchgespielt. Ja, jetzt müssen wir einmal gucken, wie wir da jetzt hochkommen. Denn wir müssen diesen einen Roboter, keine Ahnung wie der heißt, der uns eigentlich helfen wollte, der jetzt außer Kontrolle geraten ist, zu ihm kommen und Kledos wieder in ihren Körper da einsetzen. Weil wir haben uns ja anscheinend doch in ihn getäuscht. Springe ich jetzt einmal hier runter. Sehr gut. Jetzt bin ich da oben. Das heißt, wir machen einmal das dahin. Klar, jetzt tropft nichts mehr, oder was? Ach so. Das wäre da auch, glaube ich, auch eine ganz gute Sache, das einmal hierhin zu machen. Weil dann springen jetzt wir einfach hier durch. Ich hoffe, dass wir jetzt das Portal treffen. Oh! Das war eine knappe Sache. So, das müssen wir irgendwie hier hochkommen. Habe ich schon gesagt, dass ihr mir, wenn ihr wollt, auch auf Instagram folgen könnt. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort kriegt ihr Informationen, wenn ich mal was Neues hochgeladen habe. Oder falls mal nichts hochkommt, warum und wieso das so ist. Oder wenn es Änderungen mit meinem Upload-Datum gibt. Wie wäre es, wenn wir jetzt hier auch diese Jump-Dinger hinmachen? Kommen wir da hin? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls haben wir da. Weil da haben wir weiß. Ich gehe da mal runter. Blau haben wir da gesetzt. Okay. Oh. Nein, das klappt. Doch, das hätte funktioniert, wenn ich orange setze. Okay. Dann machen wir es nochmal. Uff. Orange. So. Geht doch. So schwer war es gar nicht. Okay, jetzt wird es ein bisschen komplex. Jetzt haben wir diese Portal-Dinger, diese Sprint-Dinger und dieses Hüpfflüssigkeit da. Da ist jetzt die Frage, wie machen wir das jetzt geschickt? Ich mach mal. Nee, das nützt mir da ehrlich gesagt nichts. Okay, was ist, wenn ich das einmal hierhin mache? In der Hoffnung, dass ich. Nee, ich brauche irgendwo so eine Grundlage, wo ich ausgehen kann. Hier. Das könnte. Oh! Upsi! Das könnte funktionieren. Nee, funktioniert auch nicht. Schade. Was ist aber, wenn wir hier weiß hin machen? Das heißt, ich kann hier schon mal ein Portal setzen. Das ist schon mal sehr gut. Oh. Oh. Das ist schon mal, glaube ich, ganz gut. Was ist jetzt, wenn wir jetzt hier da jetzt dieses dieses Sprint-Ding hinmachen? Das ist, glaube ich, ganz gut. So. Und wir hier oben auch dieses Hüpf-Ding. Das heißt, wir versetzen Orange mal hier hin.
So, dann möchte ich hier nochmal weiß hinmachen. So. Ach nee, das kriegen wir da nicht hin. Aber wie kommen wir da jetzt geschickt hoch? Das heißt, wir können jetzt hier schon mal durchrennen. Hier können wir springen. Oh nein, 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 ich war's wieder kaputt. Okay, das heißt, wir machen da jetzt das Orangene hin. Okay, ich versuche da jetzt durchs Portal zu springen. Ich hoffe, das klappt. Ja! Nein, 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 nein. Och. Sehr gut. Was haben wir da jetzt? Ich möchte gerne hier hoch. Geht das? Was ist, wenn ich jetzt hier einfach mal ein Portal setze? Das müsste doch funktionieren, oder nicht? Nee, Schwachsinn. Wenn ich hier nochmal so ein Hüpfding hinmache. Dann machen wir das mal. Nee, das ist nicht gut. Dann landet es da oben. Ja. Andere Idee. Dann machen wir da jetzt weiß hin. So. Sehr gut, weil dann kann ich das orange Portal einmal hier hinsetzen und kann dieses Hüpfding einmal... Oh, verdammt, falsches Portal. So, hier hin machen. Perfekt. Das heißt, wir machen das ganze Gedöns jetzt hier dann noch einmal. Ich hoffe, toll, ich habe es kaputt gemacht. Dann reparieren wir meine Sprintfläche nochmal. Oh, verdammt. So, perfekt. So, so. Dann versuchen wir das noch einmal. So. Ja. Bin ich gerade durchs Rohr geflogen? Okay. So kann man es natürlich auch machen. Dann haben wir ja nochmal so ein weißes Ding. Aber ich kann auch hier hoch, oder nicht? Ganz einfach. Ah, dann bin ich da jetzt hier oben. Und jetzt? Muss ich hier hoch. Und wie stelle ich das jetzt an? Oh, nee. Einmal da. Oh, jetzt geht es durch die Lüftungsschächte hier einmal durch. Das ist cool. Jo. Okay. Das heißt, ich kann da oben jetzt ein Portal setzen. Und selbstverständlich auch hier. Oder auch nicht. Ja, toll. Aber was ist... Ich kann da nicht runter. Hahaha. Nee. Ich kann ja kein Portal setzen. Wie komme ich da jetzt wieder weg? Hilfe. Aber ich komme hier nicht raus, das ist ja das Problem. Na toll, das sehe ich jetzt erst. Toll, ich hätte mir das Ganze ersparen können. So. Jetzt müsste ich doch... Nee. Nee.
Verdammt. Aber ich kann da wieder hoch. Das ist nicht so dramatisch. Ist jetzt einfach das blaue Portal hier. Aber dann ist nur die Frage, wie komme ich da jetzt... Also manchmal bin ich echt... Ach du Kacke! Seit wann kann ich das so steil hochlaufen, wenn ich mal ehrlich bin? Okay, und jetzt? Ist da eine weiße Fläche? Kann ich hier durch? Oh, ist das anstrengend. Beziehungsweise komplex. Ja, jetzt muss ich da hoch. Wie stelle ich das jetzt an? Ich kann es durch Springen versuchen. Aber dann nur wie und wo ist dann die Frage. Schau mich mal um nach so weißen Flächen, wo ich eventuell so springen könnte. Das da ist nur weiß. Und da, das heißt, ich muss irgendwie so viel Schwung holen, damit ich hier rüberfliegen kann. Oder ist da eine weiße Fläche eventuell? Nein, natürlich nicht. Das wäre wieder zu einfach gewesen. Aber das hier ist doch schon mal eine ganz gute Grundlage, die ich jetzt hier habe. Da machen wir einmal hier ein Portal. Können wir ja wieder runter. Jetzt mal hier ein Portal. Gehen hier durch. Gehen wir mal hier hin. Und da. Das müsste ja funktionieren. Natürlich. Das Poster, kannst du das mal ansehen? Welches Poster? Das da? Ah, okay, ist das so ein Notcode? So ein, wo man dann ihn abschalten kann? Okay. Okay, was habe ich jetzt gemacht? Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut... Oh! Ich will hier nur raus. Was passiert jetzt? Okay, jetzt werden diese Rohre hier angeschlossen. Jetzt kommt da so ein Fahrstuhl runter, okay. Der wird jetzt wahrscheinlich da drüben angeschlossen, okay. Oder da unten, das wäre auch recht. Bringe ich mal hier runter. Ja, hochkomme ja Gott sei Dank ganz einfach und unkompliziert. So, dann fahren wir mal hier hoch. Wenn ich dicht genug rankomme, frittiere ich jeden Schaltkreis im Kopf dieses Idioten. Solange ich mir dabei nicht zuhöre, besteht keine Gefahr. Aber warum wirst du nicht beschädigt, Kledos, mit dem Code?
Weil rein theoretisch muss sie doch auch notgestoppt werden mit dem Code, oder nicht? Weil die ist ja auch, ja, eine KI. Okay, ich würde sagen, ich beende jetzt hiermit auch die Folge. Die ist jetzt halt etwas kürzer, weil wir werden jetzt wahrscheinlich zu den Kammern wieder fahren. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr so das Spiel findet. Ja, schreibt mir, erklärt mir so ein bisschen die Story, was bis jetzt hier so bis jetzt geschehen ist. Ja, das habe ich. Bevor ich Ciao sage, wie gesagt, ihr könnt mir auch auf Instagram folgen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Das würde mich richtig freuen. Und jetzt sage ich Ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play. Wir spielen ältere Spiele. Portal 2. Bye.